Dinge, die wahrscheinlicher sind, als dass Underdogs wie Saudi-Arabien oder Costa Rica die Weltmeisterschaft gewinnen. Das Ganze wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1000 bewertet. Die Wahrscheinlichkeit, dass Messi mehr als 13 Tore im gesamten Turnier schießt, ist 1 zu 150. 13 Tore ist übrigens auch der aktuelle Rekord. Ebenfalls mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 150 wird bewertet, dass Deutschland in der Gruppenphase mehr als 17 Tore schießt. 2014, als sie Weltmeister geworden sind, haben sie insgesamt 18 Tore geschossen. Und da war auch so ein Spiel dabei wie gegen Brasilien. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 500 sollen bei diesem Turnier unter 70 Tore fallen. 2018 waren es beispielsweise fast 170 Tore. Und jetzt mein absoluter Favorit. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 751 ist die Chance, dass Harry Maguire Torschützenkönig wird.